Als die AnwohnerInnen in Lützerath schon fast vollständig vertrieben waren, begannen Klimaaktivisten, die eines der letzten noch stehenden Häuser zu besetzen. Immer mehr Menschen schlossen sich der Bewegung um Lützerath an. Mittlerweile wohnen mehrere Dutzend Aktivisti fest in Lützerath. Bei der anstehenden Räumung würden sie ihr Zuhause verlieren. Für die Klimaschutzbewegung hat sich Lützerath in den letzten Jahren zu einem der größten Freiräume in Europa entwickelt. Viele der größten aktivistischen Events, wie beispielsweise das Internationalistische Jugendfestival oder das Unräumbar-Festival diesen September, fanden dort statt. Diese Events sind auch auf dem YouTube-Kanal von Lützerath dokumentiert. Mit Lützerath haben viele Menschen einen Ort gefunden, an dem sie verschiedene Utopien, wie beispielsweise die Anarchie, aktiv umzusetzen und zu leben versuchen. Ob Essen, Wohn- oder Freizeiträume, alles ist für alle da und wird solidarisch geteilt. Doch Lützerath wird diesen Oktober geräumt. Warum diese Räumung auch dich betrifft und wie du den Menschen in Lützerath helfen kannst, darüber rede ich dann im letzten Reel dieser Reihe.